Gott, das sieht schon wieder so toxisch aus hier. Oh! Nein! Nein! Ich will nicht mehr! Lass mich in Ruhe mit Cornflakes! Oh Gott! Oh. Wir sind scheinbar gleich beim Ende. Stage 8. Curse the Moon. Okay, da sind wir dann. Scheinbar bei der letzten Stage. What the? Was ist das denn? Das sind für komische Chaoswürmer. The hell? Was ist das? Irgendwas wütet hier. What the? Ey, was ist denn das für eine bescheute Mega-Affen-Milch? Ja, Affenmilch, genau. Was ist das für eine richtig bescheute Affenmilch? Aber es ist hier Trial and Error. Wenn du weißt, welchen Weg du gehen musst, da kann es auch sein, dass du es schaffst. Wenn nicht, better luck next time, Noob. Toll, jetzt haben wir Noob allein. Oh, wo, wo, du? Also, was ist... Ja, letztendlich brauchst du hier nur eine Pattern lang gehen. Und dann kommst du schon ans Ziel. Gehst du hier lang, gehst du hier lang, gehst du hier runter. Und jetzt heißt es nur noch rumgehen. Ich habe eben nämlich einmal kurz gestoppt. Was tödlich war. Einfach nur nach unten gehen. Wenn du einmal anhältst, bist du nicht mehr schnell genug. Oh, was für ein Trial and Error. Müll. Muss man fast sagen. Oh ja, nimm mal den Eispfeil, der ist ein bisschen geiler. Ja, komm her hier. Ja, der Eispfeil ist... Der ist nice, ne? Der Eispfeil. Whee! Hopp. Da kommt Ekel-Alfred mit seinem Knüppel. Aber auf die ganz harte Nummer. Es kann nicht angehen, dass das hier so ein Trial and Error Krampf ist. Weißt du, du gehst da lang. Wir haben jetzt die Gabel und unsere liebe Miriam an, ja, dieses Trial and Error Ding, weil ich ja nicht wusste, wie es geht. Ne, ich nehme das mal nicht. Ich werde mir mal den Schaden Boost aufbewahren. Wahrscheinlich hier hoch. Ja, war so klein! Weißt du, du musst so mega flink sein und da unten rein. Das ist so Trial and Error hier. Was ist denn das überhaupt? Das ist einfach nur... Soll das einfach nur Stress machen? Ich will mal gucken, ob es irgendwie aufhört. Aber ist das nicht ein schönes Geräusch? So die ganze Zeit das zu hören? Ist das nicht traumhaft? Oh, da sind wieder die komischen Bunny Hoppers. Das letzte Mal konnten wir die weglamen. Diesmal sieht das nicht so geil aus. So. Das ist ja ganz schön nervig. Hau ab, hau ab! Gib mal's weg. Wie engage ich den denn da?
Alter, hat der mir viel HP abgezogen. Den hätte ich sehr gerne. Und der wird mich killen jetzt? Ah, ne, man kann ihn tatsächlich perfekt dodgen. Okay, man kann da einfach rüberspringen. Aber das andere hätte auch keinen Sinn gemacht, weil ansonsten hättest du gar keinen Counterplay dagegen gehabt. Und er hätte sich einfach immer erwischt, egal mit welchem Charakter du da rangegangen wärst. Außer Miriam, weil sie ja den Long-Ranged-Sprung drauf hat. Aber Miriam haben wir ja schon an dieses komische Cornflakes-Gedöns verloren. Na, gib mir die... Nee. Haben wir gelacht. Okay. Ich will da oben lang. Und was ist das für eine Mücke hier? Hau ab! Ich bin getriggert. es triggert mich hart. Nur weil ich das Leben haben wollte. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen. So, wer ist denn hier am sinnvollsten? Eigentlich ist er am sinnvollsten. Weil er die Attacke nach oben drauf hat. Oh Gott, da durch! Oh, vorbei im Cornflakes. Gut, wir haben es geschafft. Oh, jemand HP? Nein. Okay, wunderbar. Ja, dadurch haben wir uns jede Menge Weg erspart. Okay, wir können hier hoch. Oh Gott, das sieht schon wieder so toxisch aus hier. Oh! Nein! Nein! Ich will nicht mehr! Lass mich in Ruhe mit Cornflakes! Oh Gott! Alter, der muss aber auch perfekt hoch, ey. Leider haben wir auch unsere liebe Gabel verloren. Ich hätte gerne die Gabel behalten. Och, jetzt komm, ey. Wer bist du denn hier? Wer bist du denn jetzt schon wieder? Hau ab! Ich will nicht. Ich habe keinen Bock auf dich. Geh mit Gott, aber geh. Oh nein, das ist schon wieder sowas, ne? Oh, Frösche! Oh Gott, aber Frösche! Oh Gott! Ah, Gott! Ah! Oh Gott, was für eine Plage! Kann da jemand mal aufräumen? Die mir auf den Sack, die gehen mir jetzt schon offen. Oh, ich bin jetzt schon getriggert. Alter, das ist. Alter. Nein! Nein, oh Gott, du sollst nicht den Doppelgänger annehmen. Das wird echt knackig.
Meine Fußnägel bluten. Warzenkruste, warum tun sie das? Ah fuck, ich muss den langen Weg gehen. Ich muss den langen Weg gehen. So. Hauptsache ist, dass wir hier mal durchkommen. Oh nein, ich tue schon wieder, ey. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Der ist echt schlimm, ey. Ist hier irgendwo Leben in den Wänden? Kiste ist draufgefallen, aua. Also das klingt schmerzhaft, Warzenkruste. Oh Gott, ey. Ja, wunderbar. Ja, mit ihrem Long-Range-Sprung ist das zumindest ein bisschen angenehmer. Leider nichts hier. Weil der Weg war ja irgendwie fast angenehmer als andere, auch wenn man da einen Shortcut nehmen konnte. Okay. Okay, komm. Gut. Einfach nur springen, nichts anderes, Mann. Perfekte Sprünge vollführen. Okay, so. Hopp, hopp. Hoch. Weg. Puh. So, was war das hier? Ach, die Froschplage. Na, da ist er ganz gut. Und jetzt ist ja gerade die Froschplage. Hau ab. Ah. Ah, Gott. Hau ab. Alter, das wäre schon die Froschplage hier. Die kommt jetzt scheinbar erst. Er hat jetzt leider HP verloren. Aber ich nehme das nicht. Oh, es ist einfach mit dem Spell. Kann man gut cheaten. Okay, wunderbar. Dann haben wir es bis hierhin geschafft. Meine Güte. Gehen wir mal hier hoch. Die Eistreppe oder was das ist. Oh, da haben wir doch was. Haben wir noch was erspäht da rechts? Ja, HP. Oh, sogar eine Mega-Scroll. Okay, und dadurch sind jetzt auch alle geheilt, was eigentlich ganz nett ist. Okay, und dann gehen wir da rum. Ist hier links was? Nein. Ja, wir haben eigentlich ganz gute Spells. Sogar ein Leben ist hier. Ja, es sieht aus wie eine Vorbereitung auf den Endkampf. Okay. Nochmal einen Schluck trinken. Ah, dann werden wir uns mal angucken, was wir hier haben. Für den Endboss, ja, das ist sowas von. Das ist scheinbar hier in irgendeiner Kirche. Oh mein Gott. The Giant Cookie Monster. Alle, wer bist du denn? Oh, nee. Nicht wieder Popcorn hier. Ah. Okay, da ging er jetzt gerade. Das war, glaube ich, Stage 1. Das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Jetzt baut er es richtig auf. Holy crap! Jetzt kämpfen wir auch noch im Fahrstuhl. Wo ist denn die gute Fahrstuhlmusik? Alter, beim Hochfahren fahren wir so schnell nach oben, dass die Fenster sogar zerbersten.
Oha, jetzt sind wir vom Mond, ne? Kämpfen wir gegen den Mond, so wie in Dead Space 3. Spoiler. Was ging jetzt ab, ey? Holy crap, ey. Was machst du? Ah, ich hab Schiss! Oh, okay. Okay. Ah, Gottes Willen. Was geht denn jetzt ab, ey? Ah, da sind ein paar Augen. Okay, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Was mache ich gegen die? Komm, die geben Magiepunkte. Ah, dadurch kriege ich mehr Magic Points. Ist ja Kacke. Es gefällt mir gerade, was Ekel Alfred hier macht. Jetzt bin ich gepustet gerade. Okay, ich fliege hier einmal rüber. Oh Gott, was geht denn jetzt ab, ey? What the? Oh, jetzt hat sie den Mond auch noch geholt! What the? Okay, sie kann den Mond beschwören. Oh Gott. Oh, hört auf, mich anzugreifen, ey. Ah, man kann da oben rüberspringen, okay? Okay, hier sammelt man Punkte. Da sind alle schon so gedamaged bei mir, ey. Okay, jetzt habe ich aber die Stages drauf. Jetzt gehen die eigentlich. Ah, nicht genug Reichweite, ey. Mann, der Angriff, den Dings eben hatte, ey, der war voll gut. Komm wieder die Viecher, ey. Oh Gott, ey, komm. Mann, hör auf, ey. Oh, keine Special Attack. Geil. Ich krieg gerade viel zu viel Schaden ab, ey. Weil ich hier gefühlt alles fress. Nein! Nein! Ich habe so viel Schaden verursacht und dann falle ich da runter, ey. Mann. Boah, Alter. Also ein Traum, wie komme ich jetzt wieder rüber? Scheiße. Flieg, 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 flieg. Oh gut. Oh Mann, ey, da bin ich da noch runtergefallen, ey.
ziemlich knackig, der Boss, ey. Zumindest eben die Stage. Ich muss überlegen, warte mal, da oben ranzukommen, da bräuchte ich Miriams Long Range Attacke. Ja, habe ich ja jetzt nicht mehr. Ja, okay. Die alte geht hier noch. Hey! Ey, Mann! Okay. Ein bisschen viel HP verbraucht. Zumindest auf der Gabel. Okay, jetzt kämpfen wir wieder gegen den Mondanbeter. Die einzige gute Attacke dagegen hatte Onkel Alfred. Aber diese Kacksicheln, die da am Anfang rumrotieren, die in so einer komischen Pattern bewegen, sind ein bisschen anstrengend. Aber er ist schaffbar. Das ist die Attacke, die uns carried. Ja, das ist die Attacke, die uns carried. Ja, das ist die Attacke, die uns carried. Runterfall. Ich will alle haben. Ich brauche Miriam mit ihrer langen Peitsche, die dann ein bisschen das auch carry. Ach kacke, jetzt komme ich da nicht rüber. Kann ich hier hoch und wieder runter? Ja, kann ich. Weil letztendlich hat man hier unendlich Leben, weil hier oben immer ein Leben rumliegt. Ist wahrscheinlich auch nur auf Easy Mode so. So, lass mal rüberfliegen hier. Also das Leben hier kann man sich ja immer wieder voll heilen. So. Ja. Wir brauchen diese besondere Attacke, mit der können wir das eigentlich ganz gut managen. Leider haben wir nicht genug Aufladung. Nur 4. Ich glaube 5 kostet das, ne? Bei Alfred. Gleich mal drauf achten. Na, viel haben wir nicht, aber mit der Attacke können wir zumindest ganz ordentlich Schaden verursachen und gehen gleichzeitig diesen Dingern da aus dem Weg. Weil diese Mondsicheln, die sind nervig. Alter! Dieses hässliche Popcorn! Okay. Das sei einfach, hier brauche ich nur Nuken. Volle Power geben. Oh, jetzt dauert das immer wieder Jahre, bis man oben ankommt, ne? Weil es hier gefühlte Jahrzehnte dauert, bis er da hochgefahren ist. In der Zeit kann ich doch nochmal hier schnell in mein Handy gucken, was hier so abgeht. Okay. Dann ist er ja eigentlich auch ganz vernünftig dagegen, ne? Ja, wunderbar. Schöne HP. Wo
Oh, hier mal Ready Damage! Nein! Oh, jetzt habe ich mir diesen Kackspell geholt! Ah! Und vielleicht ist er gar nicht so schlecht. Ah, ich habe die Pattern drauf. Ah, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mit ihm nicht sterbe. Sagte er und ging fast drauf. Ach Gott, ich muss wechseln, ich kann ihn nicht mehr benutzen. Sag er zu! Okay, 4 Treffer kann ich immer unterbringen. Okay, die Stage ist easy. Die Stage ist easy, die habe ich drauf. Die Pattern kann ich. Oh. Vollmond Stage. Wieder hier an die Seite stellen. Okay, jetzt ist er eigentlich einfach, der Boss. Jetzt habe ich ihn drauf. Hier in die Mitte stellen. Kurz warten, bis sie einmal die Dinger ausschlagen. Dann an die Seite stellen. Und hier kurz abwarten. Jetzt ist er easy. Jetzt ist er wirklich easy. So, ich nehme jetzt den Cheat. Okay, dafür ist er doch recht gut. Ah. Wunderbar. Was hat die eigentlich am Gürtel? Irgend so ein Drachen oder so. Ah, da sind wir 4 und haben jetzt, diesen Monddämon besiegt. Oh, sag er zu! Sangezu war erstaunt von seinen eigenen Aktionen. Für was für einen Grund hat er das getan? Aus was für einem Grund hat er das getan? Er existiert nur um die. Haltet einfach an und übersetzt euch das. Was auch immer da stand. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Sangezu das jetzt hier gepackt. Dann Sangetsu hat sich selbst geopfert, ne? Und so, nachdem er sich geopfert hat, um den dunklen Herrscher aufzuhalten, haben sich Sangetsus Verbündete wieder in den Kampf gestürzt. Sie müssen vielleicht seine Seele sogar killen. Weil er hat sich geopfert. Und er hat diese Dämonenseele scheinbar in sich aufgenommen oder sowas. Und da steht jetzt To Be Continued, denn das hier ist so eine Art Prequel zu einem Spiel Bloodstained, was denn tatsächlich rauskommt. Ne? Da kommt so ein Metroidvania-artiges Castlevania-Spiel, was zumindest so angehaucht ist. Das ist aber, glaube ich, in 3D gehalten oder auch in 2D als Plattformer, aber nicht in diesem Retro-Grafik-Charme. Das ist ja halt so ein Prequel dazu. Und das Spiel kann man dann nächstes Jahr, glaube ich, soll es rauskommen, dann auch spielen. Aber, ja, passt doch. Warum hast du nicht Edgar, dass du gestreamt hast? Warum hast du nicht Edgar? Ach, gesagt, dass du gestreamt hast. Meinst du heute oder was? Ich habe es noch gar nicht angekündigt bei YouTube, ne? Naja, weil das ist ja auch Twitch. Twitch wird das ja auch gesagt, dass hier gestreamt wird. Und außerdem habe ich ja auch gesagt, dass es Mittwoch... Mittwoch! Montag und Mittwoch sind jetzt so immer die Streaming-Tage, wo ich das auf jeden Fall mache. Montag und Mittwoch wird auf jeden Fall, sollte nicht irgendwas dazwischen kommen, immer gestreamt ab sofort. Und, ja.
Will ja keiner Zuschauer von Bane klauen. Nee, gesagt. Genau deswegen. Aber ein sehr, sehr schönes Spiel, wie ich fand. Einmal hier durchgespielt im normalen Modus. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war ein sehr, sehr schöner Plattformer, der sehr schön das aufgefangen hat von diesem Retro-Charme, den man damals hatte. Dieses mit dem Knockback, das war teilweise echt grausam, dass man da zurückflog und dann in den Abgrund gefallen ist. Aber die Bosse waren sehr, sehr cool. Es ist natürlich Pattern auswendig lernen, ne? Also du musst wissen, was machen die? Das war jetzt eben hier auch gerade der Fall. Ich wusste jetzt, okay, so muss ich das kontern, so komme ich da am besten ohne Schaden durch. Und so passt das. Und ja, jetzt ist das hier zumindest so geschafft. Und wir haben es zumindest aus dem normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt und haben jetzt den Nightmare Mode unlocked. Ja, und dann drücken wir mal A und sehen uns mal an, was wir hier sonst haben. Ansonsten haben wir jetzt wieder im Startbildschirm drin. Ich würde sagen, das war's erstmal. Schönen Dank fürs Zugucken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Episode.